Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar, ihr seht das, den Blu-ray Player, den ich mir bei eBay gekauft habe. Nagelneu und noch nicht eröffnet, also original verpackt. Und was habe ich bezahlt? Ich habe mir die Seite hier aufgemacht, dass ich euch das sagen kann. 75 Euro plus 8,49 Euro Versand. Der wurde jetzt aber doch schon mal geöffnet, weil das Paket kam so wie jetzt hier, kam es bei mir an. Hier war dann mein Adressaufkleber drauf. Der wurde deswegen geöffnet, weil derjenige, wo ich gekauft habe, hier die Rechnung noch mit reingemacht hat. Denke ich mal, weil ich habe es auch als PDF-Datei gekriegt. Die habe ich mir auf dem PC gespeichert. Und das ist der UBK 80. Haben wir einmal ein Heft, Safe-Information, Garantie. Gut, der war doch schon mal draußen. Ja, und die Fernbedienung. Eine Batterie kommt rein. Vor-, Zurückspulen, Play, Pause, Home, Input, Volume, Power, CD-Fach auf, CD-Fach zu. Passt. Alles Nötigste mit bei. Ja, ich habe gedacht, der ist jetzt wirklich hier original verpackt. Ja, gut, dann halt nicht. Hefte brauchen wir nicht. Ich muss dann gleich noch HDMI-Kabel raussuchen, um den anzuschließen. So. Und hier haben wir das gute Stück. Ich richte mal die Kamera noch ein Stück nach unten. So. Also wir haben jetzt praktisch hier auf der Seite steht LG. Das ist alles so ein bisschen angeraut. Das würde ich sagen Plastik. Wir haben auch keine Abdeckung hier über dem USB. Hier ist der USB, der spielt auch. Da könnt ihr auch eine Festplatte ran machen. Da könnt ihr, stand auf der Verpackung, MKV und was weiß ich alles ab. Dann haben wir hier raus, Play und Pause, Stopp und aus. Und das Laufwerk. Und hier steht halt auch Ultra HD Blu-ray. Ich habe mir eine Ultra HD Blu-ray gekauft mit HDR zum Testen. HDR hat er auch. Gummifüße sind okay. Anschlussmöglichkeiten hat er halt jetzt hier weniger als der UBK 90. Der UBK 90 hat halt einen Eingang und einen Ausgang, also einen separaten Ausgang für Audio. Hier haben wir nur einmal einen Ausgang für HDMI, damit wir Bild haben. Und Internet haben wir. Und einen optischen haben wir auch. Das ist für mich eigentlich ganz wichtig, weil ich alles auf optisch habe. Wir haben DTS 2.0 plus Digital Out, HDMI, AV, CHD, Dolby Audio, Blu-ray Player, Displayer, 3D Blu-rays, DVDs, Xvid HD 1080p, Java, also Java haben wir hier auch mit bei. Ja. Das ist ein gutes Stück. Mehr ist da jetzt nicht mit bei. Ich weiß auch nicht, ob ein HDMI-Kabel mit bei war. Bei mir jetzt hier jedenfalls nicht. Also wenn er Jens neu kauft, das weiß ich jetzt nicht. Aber der Preis war mir wert. Ich wollte da jetzt einfach wieder einen Player haben. Ich mach mal so. Ich wollte eigentlich wieder nur einen Player haben, wo ich abspielen kann. DVDs, Blu-rays und sowas alles. Und nicht immer meine PlayStation den HDCP aktivieren muss, weil der ist grundsätzlich deaktiviert bei mir wegen Stream.
Und wenn mir das auf den Sack ging mit dem Controller, weil wir ja jetzt öfters mal DVDs geguckt haben, ging es mir auf den Sack mit dem Controller, Spulen vor, Pause. Ich vergesse immer die Tasten, welche das sind. Also für Pause und so. Und deswegen lieber wieder eine Fernbedienung. Meine Frau meckert, will eine Fernbedienung mehr. Aber mir fällt Play, Pause, Stopp, alle da. So kann man denn doch vernünftig an die Sache rangehen. Ich muss jetzt noch einen Platz für den finden. Ich habe ein HDMI-Kabel raussuchen. Ich habe noch kein HDMI-Kabel rausgesucht. Da habe auch noch keinen Platz. Ich weiß nicht, ob ich ihn oben drin stelle, unten drin stelle. Ein Display hat er, wie gesagt, nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche nicht wissen, welche Kapitel wir sind oder irgendwas. Das ist mir eigentlich Schnurzpup. Egal, ob da CD1, CD2, Play 1, Play 2 oder irgendein Scheiß steht. Einfach nur drin machen, Play und dann soll es gehen. Weil ich denke mal, ich werde ihn sowieso unten ran machen. Und da ist jetzt sowieso, ja, das sehe ich von der Couch sowieso nicht, das Display. Und für den Preis unschlagbar. Nagelneu, wie da stand, für 75 Euro. Der kostet jetzt, kostet da jetzt sonst, ich weiß nicht, über 100 Euro. Und derjenige wollte eigentlich auch, der hatte so ein Amazon-Angebot, wo man auch, Quatsch, Amazon-Angebot, ein eBay-Angebot, wo man auch, einen Preisvorschlag hinschicken kann. Und ihr hattet für 90 Euro, glaube ich, gehabt. Und dann habe ich ihm eine E-Mail, habe ich darauf geantwortet, habe Preisvorschlag 75 gemacht und habe unten einen Text geschrieben, 85 mit inklusive Versand. Da sind jetzt so ein paar Euro weniger geworden, 83,49 Euro mit Versand. Also da ist der Versand dann halt schon drin, 75 für den Player, 8 Euro noch was dafür und dafür bin ich zufrieden. Kann ich mich nicht beschweren. So, das soll jetzt auch soweit zum Unboxing gewesen sein. Hardware machen wir nachher. Wie gesagt, die 4K-Disc ist schon da. Die werden wir nachher testen, ob es auch HDR hat, weil der hat HDR und 4K. Werden wir nachher uns angucken, ob das auch alles so funktionuckelt, wie es funktionuckeln soll. Und dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns dann nachher im Anschluss, also im Hardware-Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.